Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Ihres Lokalfernsehens TV Mürz. Ich befinde mich diesmal bei der Lebenshilfe Mürz Zuschlag in der Mariazellerstraße. Der Grund ist eine Osterausstellung der Mürzer Werkstätten im Rathaus vom 7. bis 16. April. In den Werkstätten der Lebenshilfe wird gewebt, geknüpft, gefilzt und genäht. Es entstehen Heukissen, Taschen, Teppiche und mehr. Ebenso wird eine große Auswahl an Keramik- und Holzprodukten angeboten. In den Mürzer Werkstätten entstehen qualitätsvolle und originelle Waren für die Gestaltung von Haus und Garten sowie Artikel für die ganze Familie. Die handgefertigten Produkte sind bei der Osterausstellung zu bestaunen und käuflich zu erwerben. Vom 7. bis 16. April zeigen die Mürzer Werkstätten ihre Produkte während der Öffnungszeiten des Rathauses. Und zwar am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr. In unserem ersten Beitrag geht es ums Einkaufen. Auch in der Gemeinde Mürz-Zuschlag wurde im Vorjahr ein Shoppingcenter auf der grünen Wiese eröffnet. Eine neue Initiative der Stadtwerke rückt nun die Vorteile des Einkaufens in der Innenstadt in den Vordergrund und setzt damit einen wichtigen Impuls. Im innerstädtischen Zentrum von Mürz-Zuschlag befinden sich viele Fachgeschäfte. Die Stadtwerke Mürz-Zuschlag sind mit Retzak Mürz und Möbel Mürz in der Wienerstraße vertreten. Ganz bewusst hat man diese Standorte gewählt bzw. ist man ihnen treu geblieben. Wir wollen für die Besucher und auch für die Bevölkerung eine attraktive Innenstadt bilden und dazu gehört ein reichhaltiges Angebot dazu. Aber was ist das Um und Auf eines guten Fachgeschäfts? Es ist zum einen die fachliche Kompetenz, aber das, was unsere Kunden schätzen, ist vor allem die persönliche Beratung, dass wir vor Ort sind und dass wir auch ein sehr attraktives Angebot bieten. Mürz-Zuschlag als gewachsene Handelsstadt beherbergt viele Familienbetriebe mit Tradition, die aber auch offen sind für Neuerungen. Das Erlebnis Shopping, das heißt, es gibt zusätzliche Events zu den normalen Shoppingterminen und auch das ist eine wichtige Funktion der Innenstadt, dass man hier sehr persönlich eingeht auf die Bedürfnisse der Kunden und im Jahreslauf sich da sehr, sehr viel einfallen lässt. Trotz alledem stehen die Innenstädte nicht nur in Mürz-Zuschlag zur Konkurrenz mit den Einkaufszentren. Hier kann man mit der gewachsenen Struktur der Innenstadt punkten. Gewisse Ketten schauen überall gleich aus, vom Neusiedler See bis zum Bodensee. Diese Individualität gibt es eben nur im Stadtzentrum. Und dem unterstützend sind auch vielleicht teilweise besondere Geschäfte, inhabergeführte Familienbetriebe, wo es eben auch ein bisschen eine Nische gibt, die besondere Beratung gibt. Und das alles sind eben Beiträge, um die Innenstadt lebendig zu gestalten. Wir haben auch versucht, die Rahmenbedingungen dafür vorzubereiten, sprich die Gestaltung der Innenstadt auf den neuesten Stand zu bringen, zu schauen, dass Gastronomie vorhanden ist. Und alles das, wenn es noch dazu so schön ist wie heute, trägt dazu bei, dass man eine lebendige Innenstadt hat. Und wenn man zum Beispiel so an den Samstagvormittagen schaut, die werden auch sehr nachgefragt und gerne angenommen. Und all das zusammen trägt zu einer lebendigen Innenstadt bei, in der man nicht nur gerne lebt, sondern auch hier einkauft. Es spricht also einiges für ein Einkaufserlebnis in der Mürzer Innenstadt. Und in dieser Innenstadt gibt es auch Kulturerlebnisse für die Besucher. Dafür sorgt unter anderem die Johannes Brahms Musikschule mit verschiedenen Konzertveranstaltungen, wie zum Beispiel einem Jazzabend mit Roland Holig. An der Musikschule Mürz-Zuschlag hat Roland Holig vor 25 Jahren mit seiner ersten Unterrichtstätigkeit als Saxophonlehrer begonnen. Kürzlich kehrte er mit einem Quintett an diese erste Wirkungsstätte zurück. Roland Holig war
früher viele Jahre erfolgreich als Saxophon-, Klarinetten-, Keyboard-Lehrer bei uns, bis er dann die Leitung der Musikschule in Kapfenberg übernommen hat und war damals schon sehr umtriebig, hat die Big Band Run damals geleitet und hat uns heuer, beziehungsweise voriges Jahr im Herbst kontaktiert und hat vorgeschlagen, ein Konzert zu machen, gemeinsam mit unseren Schülern. Darum treten heute auch die Swinging Woodwinds der Johannes Brahms Musikschule gemeinsam mit dem Roland Holig Quintett auf. Und uns ist es auch wichtig, neben klassischer Musik, Volksmusik, auch den Jazz ein bisschen zu fördern. Das ist eigentlich der Grund, warum Roland Holig heute da auf der Bühne steht. Gespielt wurde an diesem Jazzabend Musik von swingenden Standards bis hin zu Jazz-Rockstücken in vokaler und instrumentaler Interpretation. Wir spielen eigentlich in unterschiedlichen Besetzungen. Also von jeder Musiker ist dort und dort irgendwo engagiert und wir sind seit Jahren schon verbunden. Ewald Oberleitner am Bass, der mein eigener Lehrer war und der meinen Quintett schon seit Jahren spielt. Gute Senske, der selbst an der Musikuniversität Professor für Jazz-Gitarre ist und mit dem ich schon sehr viel gespielt habe, auch in früheren Zeiten. Heim Wiedhofer, mit dem ich in die Schule gegangen bin und auch Großmann bin aus dem Sektor, der mit Karl-Heinz McLintry und bei Harris Stalker gespielt hat. Und Hans-Horst Schaffer ist ein ganz fantastischer Trompeter, sicherlich, man kann sagen, einer der wirklich wertvollsten, besten Trompeter in der österreichischen Musikszene. Und so haben wir uns heute zusammengesetzt. Wir haben noch nie in dieser Besetzung jetzt gemeinsam gespielt, aber wir schauen, dass wir gleichzeitig anfangen, gleichzeitig fertig und was dazwischen passiert, passiert eben. When she walks, she's like a samba that swings so swell, that sways so gentle. When she passes it, when she passes those Das mit dem Quintett, mit dem Roland, wir spielen also Mainstream-Jazz, heißt das, also ein Fachausdruck. Welchen Bezug haben Sie zu Jazz? Jazz ist mein Leben. Also ich lebe davon und lebe für Jazz. Ich spiele schon seit 1957 spiele ich Bass. Unter dem Pseudonym Swinging Woodwinds hatten die Saxophon- und Querflötenschüler der Musikschulklasse Werner Gamsjäger ihren Auftritt. Begleitet wurden sie dabei von den Legenden aus der steirischen Jazzszene. Neben dem Holig Quintett und den Swinging Woodwinds präsentierte sich noch das Saxophonquartett der Musikschule mit bekannten Melodien. Große Herausforderung, mit so vielen guten Musikern und alten Jazzlegenden der Steiermark zu spielen. Aber ich glaube, wir haben genug Proben gehabt und ja, ich glaube, es passt. Die Konzertreihe der Johannes Brahms Musikschule gibt den Mädchen und Burschen die Möglichkeit, gemeinsam mit arrivierten Künstlern vor Publikum aufzutreten und dadurch wichtige Erfahrungen zu sammeln. Ich habe eigentlich nicht so eine Beziehung zum Jazz, ich bin eher auf der klassischen Linie, aber es ist immer sehr beeindruckend, mit solchen Leuten zu spielen und es hat mir dann im Endeffekt auch sehr taugt. Um musikalische Klänge geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Im Oktober des Vorjahres hat der ORF Steiermark in Mürzzuschlag Dreharbeiten für die Sendung Klingendes Österreich mit Sepp Forcher durchgeführt. Die Ausstrahlung erfolgt nun am 12. April um 20.15 Uhr in ORF 2. Aus diesem Grund wiederholen wir unseren Bericht vom Vorjahr. Mit 14 Fahrzeugen und einem beeindruckenden technischen Equipment hat ein Team des ORF Steiermark in Mürzzuschlag einen Teil der Sendung Klingendes Österreich aufgezeichnet. Für Moderator Sepp Forcher war es nicht der erste Besuch unserer Stadt. Ja, Mürzzuschlag kenne ich verhältnismäßig nur über das Brahms-Museum. Und das Skimuseum habe ich natürlich auch gesehen, vor Jahrzehnten schon. Damals hat mir das so gut gefallen, weil das Skimuseum Mürzzuschlag die größte Sammlung von Skibindungen gehabt hat, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Und Brahms ist natürlich schon was Besonderes und da bin ich in den letzten Jahren öfter hergekommen, weil das Brahms-Museum mit so viel Liebe gemacht ist. Also da sieht man einfach die Zuneigung zu dem großen Komponisten. Bis jede Szene bild- und tontechnisch optimal im Kasten war, mussten die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag Königsberg und der Eisenbahner Musikverein Mürzzuschlag bei den Dreharbeiten gleich mehrmals aufmarschieren. Wir sind sehr stolz. Ich freue mich schon, wenn wir dann alle gebannt auf die Bildschirme schauen und einmal auch im Fernsehen sehen, welche Schönheiten unsere Heimat hat, welche tollen Musikkapellen wir haben. Alles das wird heute hier live aufgenommen mit Sepp Forcher. Ein sehr schöner und wichtiger Tag für die Stadt. Unter der Produktionsleitung von Gerd Andreitz zeigten 25 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Redaktion, Technik, Kamera und Regie, wie Fernsehen professionell gemacht wird. Also das Erste ist einmal, dass wir die Gedanken vom Herrn Forcher erfahren, was er sich von so einer Sendung erwarten wird, was er sich vorstellt. Und dann machen wir eine Begehung und schauen uns die einzelnen Orte an, wo wir Musik machen, wo wir Moderationen machen. Und dann fügt sich das zu einem Ganzen zusammen. Die Sendung ist ja österreichweit bekannt und beliebt. Was ist das Geheimnis dieses Formats? Also ich glaube einmal, dass es die Persönlichkeit Sepp Forcher groß ausmacht. Dann die echte Volksmusik und die Landschaft. Ich glaube, dass es sehr Schichten gibt, die sagen, sie schauen überhaupt Forcher. Dann gibt es einfach die Volksmusik-Fans und dann einfach Leute, die sagen, mit der Musik habe ich zwar nicht so viel am Hut, aber die Landschaft und das, was man vom Herrn Forcher erfährt, das ist einfach großartig. Das Ehepaar Fuchs aus Mürzzuschlag hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, jetzt geht es schon bald ins 25. Jahr, die Erinnerung an Johannes Brahms im Johannes Brahms Museum in Mürzzuschlag wachzuhalten. Diese Folge von Klingendes Österreich hat den Titel Inmitten stiller Berge, mit Aufnahmen vom Tiroler Kogel bei Annaberg bis Mürzzuschlag. Mürzzuschlag ist der Schluss und Höhepunkt der Sendung, die am Tiroler Kogel drüben bei Annaberg anfängt und dann über die stillen Berge, wie wir es nennen, so nacheinander herkommt bis zum Wachsneck und Neuberg an der Mürz. Und es ist ganz ein logischer Schlusspunkt, das Mürzzuschlag. Eine junge Stadt, nicht? Im 24er Jahr ist sie zur Stadt erhoben worden. Und man spürt ein pulsierendes Leben in der Stadt. Und das ist was Schönes. In den Räumlichkeiten des Brahms-Museums kam schließlich die Gruppe Sparfudler zu ihrem Auftritt. Für die Gestaltung der einstündigen Sendung sind 6 Drehtage des Teams, 8 Drehtage mit dem Hubschrauber für Landschaftsaufnahmen sowie 5 Tage für den Schnitt eingeplant. Klingendes Österreich wird am Samstag, dem 12. April um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Also vormerken, 12. April 20.15 Uhr ORF 2 Klingendes Österreich mit Sepp Forcher. Ja, und ein weiterer Termin ist natürlich vorzumerken, vom 7. bis zum 16. April gibt es die Ostausstellung der Lebenshilfe im Rathaus. Ja, das war's für diese Woche. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Übrigens, auch ich habe mich beteiligt bei dieser Osterausstellung der Lebenshilfe.